Und Martin, geht dein Computer jetzt nach dem Aufsetzen wieder schneller? Ja, schon. Aber was ich halt nicht bedacht habe, ist, dass alle meine Programme jetzt weg sind. Und ich habe viele von denen jetzt wieder installiert und nur bei manchen weiß ich nicht, wann und wo ich sie gekauft habe oder wo diese Schlüssel sind. Ach, was waren es denn für Programme? Vielleicht gibt es ja auch Gratis-Software, die das Gleiche kann. Meinst du? Kann man sich da nicht Viren einfangen und haben die auch die gleichen Funktionen? Gratis-Software kann eine Alternative zu bezahlter Software sein, wenn man kein Geld ausgeben möchte und man damit leben kann, dass manchmal die Funktionen der Gratis-Programme eingeschränkt sind. Beispiele für Freeware sind das Bildbearbeitungsprogramm GIMP, der VLC Media Player, Windows Movie Maker oder der Passwortmanager KeePass. Software und im Übrigen auch Hardware sollte aber jedenfalls so gewählt sein, dass sie den Ansprüchen gerecht wird. Es hat keinen Sinn, Software oder Hardware zu kaufen, die für den Verwendungszweck nicht ausreicht. Wer seine eigene Hardware, also seinen eigenen PC, selbst zusammenstellen möchte, muss auch darauf achten, dass die Teile kompatibel sind, also zum Beispiel eine CPU, die auf den Sockel des Mainboards passt, und RAM, der für das Mainboard geeignet ist, beziehungsweise ein Mainboard, das zum Gehäuse passt. Beim Kauf eines Netzteils müssen die richtigen Stromanschlüsse für die Komponenten vorhanden sein und es muss genug Leistung haben, um alle Komponenten mit Strom zu versorgen. Der Nachbar hat mich auch schon gefragt, weil er braucht für das Homeworking ein eigenes Gerät. Und da haben wir uns überlegt, ob wir nicht eines selbst zusammenstellen könnten, weil es wäre günstiger und es würde dann genau auf seine Bedürfnisse eingehen. Und Erfahrung haben wir jetzt ja auch gesammelt, wie man so einen PC aufsetzt. Finde ich toll.